Ihnen kommt uns jetzt ein anderes Schiff entgegen und der Schiffsverkehr wird wieder mehr, denn Piräus wird ja von vielen Schiffen angelaufen, sei es einkommt, sei es ausgeht. Allerdings begegnet man sich auch hier in respektvollem Abstand. Und das ist gut so. Denn es könnte ja mal ein Blackout geschehen auf einem Schiff, es könnte aus dem Ruder laufen und da müssen natürlich eventuelle Unfälle vermieden werden. Hier wiederum eine vorgelagerte Insel am Horizont, auch ein sehr schönes, wenn auch seltenes Bild. Auch der Wind hat wieder etwas aufgebrießt. Das Radarbild, man kann sehr gut die Küste, den Verlauf der Küste erkennen und den Verlauf der vorgelagerten Inseln. Der Kapitän versucht jetzt Verbindung mit dem Lotsen aufzunehmen, um das Schiff anzumelden, so wie es sich gehört. Und die Küste rückt immer näher. Das Schiff hat bereits seine Fahrt verlangsamt. Bye.
ganz langsam wird jetzt der Backbordanker ausgeviert. Man kann ihn nicht mit hoher Geschwindigkeit fallen lassen, da der Bugwurst im Weg ist, der könnte beschädigt werden. So fährt man den Anker erstmal ein Stück raus bis auf Höhe der Wasserlinie. Wer schon außenbords hängt, noch voll Schlick vom letzten Ankermanöver. Ganz, ganz langsam wird er ausgeviert. Jetzt kann man wieder ganz deutlich sehen, wie auch das Schiff die Fahrt bereits rapide verlangsamt hat. Der Anker ist sehr auf Seewasser ausgesetzt. Da bleibt es nicht aus, dass er auch sehr, sehr rostig ist. Langsam taucht er ein. Hier noch einmal die mächtige Ankerkette. Und vorerst wird die Winde gesichert. So, alles wartet jetzt auf das Kommando und es ist gekommen. Lass fallen, Backbordanker. Die Kette rauscht außenbords. Der ganze Rost, eine Wolke von Roststaub ergießt sich über die Back. Das bleibt nicht aus. Und die Kette steht wieder. Man wartet ab, hält der Anker. Und nach werden weitere Kettenlängen hinzugegeben. Und wenn sich das Schiff dann in der richtigen Position befindet, wenn der Anker hält, dann wird die Kette mit Hilfe von Kettenstoppern gesichert. Dennoch muss ständig Ankerwache gegangen werden. Das heißt, wenn das Schiff auf Reede liegt, muss ständig ein Mann auf der Brücke sein. Er muss Peilungen vornehmen und die Winde muss überprüft werden. Damit nicht der Anker, wenn er sich doch lösen sollte, damit das Schiff dann nicht vertreiben kann. So, das Schiff liegt fest, die Winde wurde gesichert. Ein Boot wird gleich kommen und wird die Filmcrew abholen. Die Reise ist beendet und es werden gleich dann die letzten Aufnahmen zu sehen sein von der Atlas, vom kleinen Boot aus. Und da wird auch die Größe dieses Schiffes so recht bewusst werden. Die Gangway wird bereits ausgeschwungen. Thank you.
In der untergehenden Abendsonne bleibt die Atlas zurück. Ihr Schicksal ist vorerst ungewiss. Ich wünsche ihr und ihrer Besatzung trotzdem für die Zukunft alles Gute. Verbunden mit dem Wunsch, dass wir dieses Schiff vielleicht noch einmal in Bremen sehen können.